dass Wachstum, Transformation nur durch Schmerz funktioniert, in erster Linie. Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Rola El Halabi. Ich bin neunfache Boxweltmeisterin und heute dein Erfolgs- und Mindset-Coach. Heute möchte ich über ein persönliches Thema sprechen. Und zwar, wie es für mich als Frau gewesen ist, zu boxen. Es war krass, würde ich sagen, um das mal ganz kurz zu beschreiben. Und ich würde dich gerne mitnehmen in diese Reise. Ich habe ja sehr, sehr früh angefangen. Ich habe 1994 mit dem Boxsport begonnen. Damals, ich war ein kleines Kind, ich war 9 Jahre alt, aber es gab auch kaum Frauen, die diesen Sport ausgeübt haben. Das heißt, es war am Anfang sehr, sehr exotisch. Ich will es nicht die Außenseiterin sagen, ich will es nicht die Außenseiterin nennen, aber ich war immer anders als alle anderen. In meinem Umfeld war ich anders. Es war so, okay, krass, jetzt boxt sie. Und ich muss aber sagen, ich wurde jetzt nicht mit negativen Sachen konfrontiert anfangs, was vollkommen okay war. Und im Laufe der Zeit in meiner Entwicklung sind ja immer mehr Frauen erstmal, noch keine Jugendlichen, aber Frauen dazugekommen, was das Ganze etwas angenehmer gemacht hat. Und umso erfolgreicher ich natürlich geworden bin, das heißt, umso mehr Sichtbarkeit ich erlangt habe, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du mit negativen Kommentaren, Hate will ich es noch nicht nennen, aber negativen Kommentaren dich auseinandersetzen musstest. Und dann kommen halt so die klassischen dummen Sprüche wie, ach, eine Frau gehört in die Küche und such dir doch einen anständigen Job. Oder so Sachen, hey, ich dachte, nur Nummern-Girls dürfen in den Boxring. So Sachen, die einfach dumm sind, aber die für mich persönlich sehr, sehr wichtig waren, weil sie mich geprägt haben. Ganz viele sind daran zerbrochen. Ganz viele sind ihren Weg nicht gegangen. Ganz viele haben ihre Träume und Wünsche einfach weggeschmissen, weil sie mit diesem Druck und mit dieser Negativität, die jegliche Branche mit sich bringt, egal ob Mann oder Frau, gerade wenn du anfängst, erfolgreich zu werden, einfach wo ein Teil davon ist und viele zerbrechen daran. Und für mich war das so, dass ich dadurch gestärkt wurde. Ich habe meine Resilienz aufgebaut, bin vor allem selbstbewusster geworden. Und für mich war es vor allem immer wichtig, in meiner kompletten Einstellung nie irgendwie als Frau gesehen zu werden. Ich wollte nie einfach nur als Frau gesehen werden, sondern ich wollte als Sportlerin wahrgenommen werden. Und von daher war mir meine Leistung immer wichtig. Ich habe nicht geglänzt, weil ich eine Frau bin, die geboxt habe, sondern ich habe geglänzt, weil ich einfach eine unfassbar gute Boxerin gewesen bin. Das heißt, meine Leistung stand für mich immer im Vordergrund. Mir war klar, ich kann denen nur das Maul stopfen, wenn ich einfach performe. So, und das war ein Antrieb für mich, das war eine Motivation, noch besser zu werden und meinen Zielen einfach noch näher zu kommen. Das heißt, ich habe aus dieser negativen Energie, die ich bekommen habe, eine positive gemacht. Das heißt, ich habe sie transformiert. Und es ist immer so, wie gehst du mit den Umständen des Lebens durch? Es gibt immer Scheiße, die du fressen musst. Es gibt immer Sachen, die nicht gut sind, die dir wehtun, die anstrengend sind. Aber die Frage ist immer, zerbrichst du daran oder verwandelst du dieses Negative, was du bekommst, in etwas Positives? Ich habe das gemacht. Ich kann sagen, ich bin froh, dass ich solche Erfahrungen gemacht habe, denn sie haben mich gestärkt, sie haben mich geformt, sie haben mich zu der Powerfrau gemacht, die ich einfach gewesen bin damals und die ich auch heute bin. Und ich habe einfach gelernt, dass du nur wachsen kannst, wenn du dich deinen Schmerzen, deinen Ängsten und deinen Hürden und Herausforderungen des Lebens einfach stellst. Und ich bin damals nicht davor weggelaufen und habe einfach gesagt, okay, ich lasse es sein, ich gehe jetzt einfach nicht mehr in den Boxring, sondern ich bin weitergegangen. Ich habe mich dem gestellt und habe einfach performt in dem Fall. Und deshalb bin ich auch heute der felsenfesten Überzeugung, dass Wachstum, Transformation nur durch Schmerz funktioniert, in erster Linie. Dazu werde ich übrigens ein komplett eigenes Video machen, wie ich zu dem Thema Wachstum in Leichtigkeit, Erfolg in Leichtigkeit stehe. Das wird bald auch auf diesem YouTube-Kanal zu sehen sein. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe einfach in meinem Leben gemerkt, okay, sobald ich einen Schmerzpunkt erreicht habe und durch ihn durchgegangen bin, habe ich danach Wachstum in irgendeiner Form erlebt. Und deshalb habe ich mir auch durch diese ganze Erfahrung, die ich gemacht habe, und wo ich gesehen habe, wie wichtig Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung und vor allem Selbstbestimmung ist für eine Frau und wie wenig
Frauen da draußen das haben, dann habe ich mir das einfach zur Mission gemacht, Frauen da zu stärken, Frauen zu supporten, ihnen einen Weg mitzugeben oder ihnen einen Weg zu zeigen, wie sie es auch in ihrem Leben anwenden können. Und deshalb lade ich auch dich heute ein, bei meinem gratis I Am Woman Power Webinar dabei zu sein. 90 bis 120 Minuten geben wir Vollgas. Ich zeige dir die 5 wichtigsten Punkte, die du brauchst, um eine absolute Powerfrau zu sein. Und anmelden kannst du dich ganz einfach. Geh auf den Link in den Shownotes, sei dabei. Es findet sonntags immer statt. Ich freue mich riesig auf geballte Frauenpower, auf Frauen, die mehr wollen im Leben. Frauen, die sagen, hey, ich habe vielleicht Situationen, die mich einschüchtern. Ich habe Situationen, die mir nicht erlauben, meinen Traum weiterzugehen. Und ich brauche jetzt einfach ein Rezept dafür. Ich brauche Power und die bekommst du auf jeden Fall. Ich freue mich riesig auf dich. Und deshalb, lass gerne einen Kommentar da. Ich hoffe, du hast den Kanal abonniert. Wenn nicht, mach das jetzt noch kurz. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.